Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Heute packen wir gemeinsam die Glossy Box aus und zwar eine Limited Edition. Das ist dieses Jahr die Christmas Limited Edition, die gab es auch letztes Jahr und davor das Jahr. Ich freue mich immer jedes Jahr richtig darauf. Vorletztes Jahr habe ich mir sie, glaube ich, nicht gekauft und ich musste mir die dieses Jahr kaufen, weil die ist so schön. Ich habe die noch komplett eingepackt, ich habe die noch gar nicht geöffnet. Ich bin super, super gespannt, was da alles drin ist. Ich habe zwar schon das ein oder andere gesehen, aber so hundertprozentig weiß ich nicht, was drin ist. Ich habe auch mal bei anderen so ein bisschen reingeguckt, aber ich wollte mich ein klein bisschen noch überraschen lassen und ich würde sagen, wir packen die jetzt gemeinsam aus. Box eine Limited Edition ist, hat sie auch einen Limited Edition Karton außenrum und das finde ich so schön. Das Design gefällt mir richtig, richtig gut. Das sind genau meine Farben, also das ist so ein Roségold mit Weiß und das ist dasselbe Design wie beim Adventskalender von Glossy Box, was mir sehr, sehr gut gefällt, muss ich echt sagen. Man öffnet die auch anders wie die normalen Glossy Boxen, also eine richtig schöne Box. Gefällt mir super gut. Gekostet hat die mich 35 Euro, weil ich Abonnentin bin von Glossy Box und für Nicht-Abonnenten hätte sie 45 Euro gekostet. Und ich glaube, hier soll ein Wert von über 150 Euro drin sein. Der ist auf jeden Fall richtig, richtig schwer, hier der kleine Karton. Ich bin gespannt, also die Türen öffnen sich schon fast, so voll ist die Box. Hier kommt doch schon fast alles raus. Genau, also ich würde sagen, wir öffnen jetzt. Geöffnet sieht das Ganze so aus, also man kann das hier so wie so ein Fenster öffnen quasi. Das finde ich richtig gut. Das schließt auch wieder mit Magnet. Gefällt mir sehr gut. Das spiegelt jetzt, glaube ich, so ein bisschen wegen meinem Licht. Hier liegt einmal die Produktkarte drauf. Die hole ich jetzt als erstes mal raus. In der Produktkarte stehen die ganzen Produkte nochmal drin mit Preis und so weiter. Ich werde euch natürlich zu den einzelnen Produkten hier unten den Preis einblenden, damit ihr auch seht, was dann so ungefähr die Sachen kosten normalerweise. So, Produkt Nummer 1 ist einmal etwas von Hello Body und das finde ich richtig toll. Letztes Jahr war, glaube ich, auch eine Augencreme oder so von Hello Body drin und diesmal haben wir die Coco Milk Daily Body Lotion in 300 Milliliter, also eine richtig große Pulle und deshalb war das Paketchen auch so schwer. Finde ich sehr, sehr gut. Die Produkte von Hello Body, finde ich, riechen ganz toll. Also ich mag den Geruch sehr. Es riecht halt arg nach Kokosnuss. Ja, ich liebe den Geruch. Ich finde auch die Produkte von Hello Body allgemein sehr gut. Die sind halt sehr, sehr teuer. Und das ist eine Originalgröße und da freue ich mich natürlich riesig drüber. Das war auch ein Grund für mich, die Box zu kaufen. Also da freue ich mich auf jeden Fall. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen Hello Body nicht, aber ich mag es auf jeden Fall. Das sieht einmal so aus. Das nächste Produkt, was jetzt hier drin war, ist einmal ein Hydro Neusering Shampoo und zwar für trockenes Haar mit Moringa-Extrakt. Das ist von Shuumura. Das ist einmal ein Shampoo und ich gucke gerade mal mit ins Heft rein, damit ich gerade euch was dazu sagen kann. Man hätte drei verschiedene haben können, also man hätte die Wahl haben können zwischen Urban Moisture Shampoo, Color Luster und Ultimate Reset. Okay, drei verschiedene hätte es gegeben. Total cool. Ich habe jetzt hier halt für trockenes Haar. Finde ich gut. Werde ich auf jeden Fall austesten. Und das hier, das würde 18 Euro kosten. Diese kleine Flasche, das sind 75 Milliliter. Also eine Reisegröße. Wahnsinn. Sehr, sehr teuer. Ich will gerade mal dran riechen. Ja, vom Geruch riecht das eigentlich ganz gut. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt hier drauf. Sieht einmal so aus. Das nächste Produkt ist einmal was von Otto Kern und zwar Commitment Florale, Woman Out of Toilet. Das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist so ein blumiger Karton. Sieht einmal so aus. Und das ist einmal so eine ganz typische Otto Kern Flasche, also ein Flakon. Die sehen immer so aus. Hier oben steht nochmal Otto Kern drauf. Hinten ist eine Blume drauf gedruckt. Das sieht sehr, sehr schön aus. Denk mal, dass das auch floral riechen wird. Das teste ich jetzt direkt mal aus. Also der Duft, der ist sehr, sehr weiblich. Der ist wirklich ein bisschen pudrig, blumig. Das ist ein sehr schöner Duft. Ich kann mir vorstellen, den kann man immer im Alltag tragen. Also im Frühjahr, auch im Herbst. Den kann man, glaube ich, immer tragen. Das ist ein schöner Duft, der gefällt mir. Dann geht es weiter mit diesem Produkt hier. Und zwar von Arkaya German Cosmetics. Eine Star Collection Beauty Flash Perfect Glam und Booster. Das sind drei Ampullen zum Testen. Oh, das finde ich richtig gut. Das sieht einmal so aus.
Ich muss sagen, von der Marke hier hatte ich bisher noch nichts. Ich freue mich, dass hier was dabei ist. Mir ist das jetzt öfters schon über den Weg gelaufen, diese Marke. Und da bin ich gespannt, das auszutesten. In der Mitte in dieser Ampulle ist sogar so ein bisschen Gold mit drin. Sieht sehr, sehr schön und edel aus. Bin ich gespannt. So, und jetzt kommt ein Produkt und zwar von Fenty Beauty. Da habe ich mich mega gefreut, als ich gesehen habe, dass da was von drin ist. Und zwar ist das der Match Sticks Shimmer Skin Stick. Ja, das ist von Fenty Beauty by Rihanna. Das ist so ein Shimmer Stick. Und zwar in der Farbe Yacht Live soll das wahrscheinlich heißen. Ich werde es mal öffnen. Der sieht einmal so aus. Und der hat so ein bisschen eine Farbe wie so ein Blush. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist ja ein Shimmer Stick, ob man den als Blush verwendet. Ich werde den jetzt einfach mal hier auf meine Hand geben. Ja, ich glaube, ich würde den so als Blush-Lighter würde ich den fast bezeichnen. Also der ist schon so ein bisschen Gold im Unterton. Eine sehr schöne Farbe, ich zeige es euch nochmal. Sieht einmal so aus. Das stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr schön vor. Und das ist ein Originalprodukt von Fenty Beauty. Und das kostet 24 Euro normalerweise. Cool. Das nächste Produkt, und da freue ich mich riesig, riesig, riesig drüber. Und zwar, das ist von Dalton etwas. Das ist die Blue Essential All Eyes on You Cream und die ist schon bekannt. Das ist eine Augencreme, die soll sehr, sehr gut sein. Das ist mit Meeresmineralien, Zwillingsrotalgen und Braunalgenextrakt. Also das hört sich sehr interessant an. Genau, das hat so ein Anti-Blue-Light drin und wirkt gegen Digital-Aging und Umweltstress. Also das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Augencreme kann man immer gebrauchen, finde ich, ab 30. Und von Dalton wollte ich die sowieso gerne mal probieren. Die kommt in so einer Tube hier, 15 Milliliter, also eine übliche Größe für so eine Augencreme. Richtig, richtig cool. Von Dalton hatte ich mir jetzt so ein Päckchen zuschicken lassen. Also da könnt ihr für euren Hauttyp so ein Probenset bestellen. Das kostet dann lediglich halt 4,90 Euro Versand. Da könnt ihr dann mal so ein bisschen durch Dalton euch durchtesten. Das habe ich jetzt auch mal gemacht. Es waren zwar nur Proben, aber das, was ich getestet habe, war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Genau, deshalb freue ich mich, dass ich hier eine größere Größe zum Testen habe. Ich bin gespannt, von der Marke werde ich bestimmt in Zukunft noch mal ein bisschen was testen. Die sieht so aus. Dann habe ich hier noch was drin gefunden und zwar von diesem Shuumura Art of Hair. Das ist passend zu dem Shampoo hier etwas und zwar ist das ein Treatment, eine Maske, ist das eine Hydromaske, die kann man dann danach auch verwenden. Es ist zwar jetzt nicht viel, aber für eine Anwendung reicht das. Das war dann, glaube ich, so mit dabei. Das ist hier auch nicht aufgeführt. Ja, das kann man dann zusammen mal anwenden. Da bin ich gespannt. Dann haben wir hier eine Mascara mit drin. Und zwar von Max Factor, eine Divine Lashes Rich Black Mascara. Ultra Soft Brush. Und die hier, die kann irgendwas, weil hier steht Before und After. Trage dir mit der ultraweichen Faserbürste sofortiges Volumen auf. Ihre ausgeklügelte Sanduhrform sorgt für eine optimale Farbaufnahme und beschert einen sanften Auftrag, selbst bei sensiblen Augen. Kein Verklumpen, Verschmieren oder Abbröseln. Ja, hier steht aber sonst nichts. Also hier steht, die muss irgendwas, muss die können, weil hier steht was drauf. Also hier steht hinten nochmal drauf, dass man bis 6 bis 8 Wochen stärkere und längere Wimpern beobachten soll. Das hört sich richtig gut an. Die Mascara sieht einmal so aus und das Bürstchen einmal so. Ich bin super gespannt. Ich mag dieses Sanduhrbürstchen. Die machen einfach meine Wimpern irgendwie schöner wie die anderen Bürstchen. Deshalb, die Mascara wird sicher gut sein. Dann ist hier noch was drin und zwar, ich musste gerade erstmal gucken, Earl Grey. Also das ist einmal ein Tee, eine Teeprobe. You drink coffee, I drink tea, my dear, steht hier drauf. Die Karte werde ich mir ganz bestimmt aufheben, die finde ich nämlich cool. Und zum Schluss ist hier was drin von Elemis. Das ist das Pro Collagen Cleansing Balm, Super Cleansing Treatment Balm. Und hier habe ich auch schon von gehört, das soll voll gut sein. Ich habe im Moment ein anderes Cleansing Balm in Gebrauch und ja, muss ich mal gucken. Also das werde ich auf jeden Fall mal austesten. Das sieht auch ähnlich aus, das sieht so ein bisschen Vaseline-artig aus hier in dem Hötchen, ja, das ist so ein bisschen weicher. Also hier braucht man sicher nur so ein bisschen von, denke ich mal, das ist wirklich arg reichhaltig. Und das schäumt man sich, glaube ich, dann auch oder emulgiert man sich dann auch so ein bisschen auf. Man gibt das, glaube ich, aufs trockene Gesicht. Reinigt Poren tief und revitalisiert. Dank der leichten Formel und der hydratisierenden Inhaltsstoffe eignet sich der sanfte Balsam für alle Altersgruppen und Hauttypen.
Genau, also das riecht ein bisschen nach Lavendel und nach Kamille, steht hier auch. Und das macht man genauso, wie ich gesagt habe. Also das trägt man entweder als Maske einmal die Woche oder als Gesichtsreiniger kann man das benutzen. Und dann macht man das halt so ein bisschen aufs trockene Gesicht, tut das aufemulgieren mit Wasser und dann kann man das ganze Make-up runternehmen. Das finde ich sehr, sehr gut. Da freue ich mich, das auszutesten. Hier steht jetzt drin, der kostet, wie viel? Ja, 56 Euro würden 105 Gramm kosten. Also das muss ich euch runterrechnen. Ich werde es euch hier einblenden, was dann diese 20 Gramm hier kosten. Also wahrscheinlich auch richtig teuer deshalb. So, und das war die Box. Also, die ist leer. Ich finde die richtig cool. Die werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Ich habe hier eine Menge Produkte jetzt vor mir stehen. Also die sind alle durchweg richtig gut. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ein Produkt hier irgendwie schlecht finde. Ich finde, die Box hat sich gelohnt. Also die hat sich diesmal echt gelohnt. Finde ich ganz toll. Ich bin jetzt gespannt. Morgen soll meine Dezember-Box, die reguläre Box, ankommen. Was da drin sein wird. Die hat ja auch ein wunderschönes Design. Und dann bin ich gespannt, was uns im Januar dann erwartet. Das Jahr ist ja jetzt bald rum. Ich fand die Box auf jeden Fall richtig cool. Ich blende euch hier oben den Gesamtwert dieser Box ein. Also ich glaube, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Parfüm hat schon 20 Euro gekostet und der Fenty Stick. Also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man dann 35 Euro nur dafür bezahlt hat. Also ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön. Tschüss.